Ich bin Geralt. Bras von Banart. Ich kenne dich noch aus Tanet. Hatte ich auch in Ochsenfurt gesehen. Offenbar begegnen wir uns nur auf elfischem Boden. Vielleicht. Aber dich führt sicher nicht das Verlangen her, mit mir über Elfenruinen zu reden. Im Gegenteil. Elfenruinen finde ich hochinteressant. Im Ernst? Aber Elfenbauten sind nicht halb so interessant wie die von Gnomen. Selbst das verfallene Loch Muin ist beeindruckend. Zu Zeiten der Ersten Kammer muss es hier wunderschön gewesen sein. Vorm Krieg war alles besser, wie es so schön heißt. Die Quellen, die Geoffrey Monk hierher geführt hat, haben sich bestimmt vor Staunen die Hälse verrenkt. Ich kann mir Hengedümdeit nicht als gaffenden kleinen Jungen vorstellen. Bist du ihm begegnet? Ach ja, in Tanet. Sein Tod war ein großer Verlust. Siehst du, Geralt, die Alten jammern ständig, dass die Welt immer schlechter wird. Die Werte verändern sich. Das Kleine verdrängt das Große. Ja, aber in Tanet ist tatsächlich eine Epoche zu Ende gegangen. Die Welt ist erwachsen geworden und hat ihre Unschuld durch Gewalt verloren. Diese erwachsene Welt schert sich nicht mehr um Meister der Magie oder legendäre Helden. Das ist es ja. Die Menschen von heute kommen wunderbar ohne Zauberer, Hexer und Helden aus. Das stößt wohl nicht bei allen auf Verständnis und Zustimmung. Du bist zu klug. Du wirst dich in Schwierigkeiten bringen. Wechseln wir das Thema. Eigentlich wende ich mich an dich als Waffenkundigen. Ich bin kein Fachmann. Du bist der beste Schwertschmied unter den Zauberern. Dabei interessieren mich eher die materiellen Kulturschätze anderer Rassen. Ich brauche einen soliden materiellen Kulturschatz für meine Faust. Ich kann mir denken, dass es da zwingende Umstände gibt. Erzähl mir was über diese Gargoyle, die euch keine Ruhe lassen. Gargoyle sind die Diener der Zauberer, die einst in Loch Muin lebten. Die Magier gingen fort. Die Gargoyle blieben und treiben ihr Unwesen. Sie machen einige Stadtviertel unsicher. Die kann man nicht mehr betreten. Ich interessiere mich für die wilde Jagd. Kannst du mir helfen? Jagen gehört nicht zu meinen Steckenpferden. Danke. Komm doch noch mal auf eine Partie Würfel vorbei.
Was? Fick dich selbst, Kreatur. Ich beschwöre euch, entsagt der Magie! Stürzt das ist eindeutig Kammer. Ein Überfall. König Radovid wird davon erfahren. Hübsches Lokal, meine Verehrung. Danke für das treffende Kompliment. Willkommen im ewigen Feuer. Die Küche ist Tag und Nacht geöffnet. Aber nein, ewiges Feuer bedeutet Licht der Wahrheit, Glut echter Gemeinsamkeit. Nur im ewigen Feuer, unter diesem Zeichen, müssen die Hexen brennen, trifft der Mann seinesgleichen. Einer von denen, pfui. Radovid hat sie doch geschickt, du Armleuchter. Sowas tut man aber nicht. Du bist das. Reiß dich zusammen. Grüß dich. Grüß dich? Ha! Oh! Grüß dich! Sei gegrüßt! Wenn es die Kammer noch gäbe, wäre es... Grüß dich! Der Hexer. Verlasst die Königshöfe. Hört auf. Schau mal wieder rein. Noch ist es nicht zu spät für Reue. Ich pulverisiere euch! Der Konstabler Johann Natalis? Der Interrex. Natalis ist der Regent. Bleibt gesund. Bereitet euch auf die letzte Lektion vor. Bitte, bedien dich. Aber keine Diskussion. Es wird eine praktische Einheit sein. Ihr werdet erfahren, worauf sich eine Zauberin unter keinen Umständen einlassen kann. Guten Tag. Grüß dich. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Grüß dich. Hm? Grüß dich. Guten Tag. Bereitet euch auf die letzte Lektion vor. Die letzte? Grüß dich. Ich bin Ilona, die Elfin mit dem Bart. Mit dem Bart? Stell dich nicht dumm. Eigentlich gastieren wir hier. Aber bei diesem Chaos will uns ja keiner sehen. Also, Plan B. Wir handeln. Was hast du denn zu verkaufen? Frisches Essen. Sehr lecker. Willst du was kaufen oder wartest du, dass mir der Bart wächst? Ich kann für deinen Auftritt bezahlen. 200 Orins. Tschüss. Aber keine Diskussion. Grüß dich. Willst du zur Vorstellung? Die ist bis auf Weiteres abgesagt. Wir machen jetzt den Dienstleistungen. Welche bietet ihr denn an? Ich war mal ein ziemlich guter Waffenschmied. Dann kam das Pogrom und man hat mir die Werkstatt genommen. Aber mein Fach beherrsche ich immer noch. Eigentlich schlucke ich die Klingen ja lieber, als sie zu schmieden. Aber meine Frau hat Angst um mich. Grüß deine Frau von mir. Kannst sie selber grüßen. Es ist Ilona, die Elfin mit dem Kinnbart. Aha. Wie lebt sich's mit einer bärtigen Elfin?
Normal. Wir nehmen die Arbeit nicht mit nach Hause. Komm doch mal auf einen Schluck vorbei. Es wird eine praktische Einheit sein. Ihr werdet erfahren, worauf sich ein Zauberer unter keinen Umständen einlassen kann. Grüß dich. Sei gegrüßt. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Grüß dich. Sei gegrüßt. Bist du hungrig oder durstig? Bitte, greif zu. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt in Lokmuin. Also sind sogar Vertreter von Nilfgaard unter uns. Geister und Exzentriker sind. Mein lieber Rat. Der Hexer. Interessant, interessant. Der vorige Rat hat ein tragisches Ende gefunden. Meinst du, diesmal wird es besser? Ich hoffe es. Die neue Institution wird von Anfang an einer genauen internen Kontrolle unterzogen. Spioniert ihr euch gegenseitig aus? Eigentlich ist das nichts Neues. Das ist notwendig. Alle Missgriffe der früheren Organisation wurden durch das Fehlen einer Aufsicht verursacht. Nicht durch überhöhte Ansprüche und Machtgier? Ein Hexer lernt wirklich sein Leben lang. Ein sehr schöner Ort, mit Charakter und Tradition. Stört es euch nicht, dass hier Blut vergossen wurde? Tanet haben auch die Elfen gebaut. Wir kennen die Geschichte von Lokmuin. Dank uns erlangt es wieder seinen früheren Glanz. Man merkt bloß nichts davon. Wir warten auf die Unterzeichnung des Traktats. Der neue Rat muss von Anfang an in Einklang mit dem Gesetz handeln. Warum erneuert ihr nicht den Sitz auf der Insel? Zurzeit arbeitet nur die Akademie in Arethusa. Alles andere kann nicht wieder aufgebaut werden. Zu große magische Resonanz. Außerdem hat Lokmuin ein viel größeres Potenzial. Es gibt hier viele natürliche Quellen der Macht und energetische Adern. Diese Stadt vibriert vor Magie. Nur gut, dass sie sich in der Obhut erfahrener und verantwortungsbewusster Personen befindet. Du hast mich sehr beruhigt. Schelats Anwesenheit lässt sich nicht mit Extravaganz erklären. Verzeih, wenn ich anderer Meinung bin. Betrachten wir die Sache doch mal realistisch. Der Kaiser erfährt ohnehin jedes Mal. Sieh einer an. Der Hexer Geralt. Dann landen wohl nicht nur Katzen immer auf allen Vieren, sondern auch Wölfe. Diesmal zwingst du mich nicht zur Kapitulation, hoffe ich. Ich will den wahren Königsmörder fassen. Um weit und breit wieder als Held zu gelten? Die Richtung stimmt. Naja, ich habe Foltes gehasst, aber Temerien ist in den Grundfesten erschüttert. Hoffentlich hat Nathalie Erfolg bei den Verhandlungen, sonst reißen die Barone das Land in Stücke. Du warst doch zuletzt in einem brennenden Öllager eingesperrt. Ich bin in der Burg geboren und aufgewachsen, Hexer. Ich kenne da mehr Gänge als jede Maus. Man dachte lange, du wärst tot. Da sind wir ja schon zwei, nicht? Solltest du nicht in Vysima sein? Da geht es doch richtig zur Sache nach Foltests Tod. Man kann sein Glück machen, vor allem wenn man von königlicher Abstammung ist. Geralt, du begreifst wohl nicht, was hier los ist. Die Wiedereinsetzung der Kammer ist doch nur ein Vorwand. Die Herrscher der wichtigsten Nordreiche haben sich hier versammelt, um das Machtgefüge festzulegen. Da bleiben doch nur Dummköpfe und Feiglinge zu Hause. Die Absenz einiger Personen spricht Bände. Die Absenz anderer dagegen ist nur erstaunlich. Triss Merigold soll noch erscheinen. Sabrina Glevisig, ihr Schicksal ist allen bekannt.